Hallo liebe NDR-Zuschauer, ich bin Lena Erdil, ich bin Profi-Windsurferin. Ich wohne in Hamburg und normalerweise trainiere ich natürlich auf dem Meer, aber das ist im Moment leider nicht möglich, also trainiere ich jetzt überwiegend zu Hause. Ich habe ein paar Übungen aufgenommen, die ihr zu Hause ausprobieren könnt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also, jetzt geht's los mit ein paar Aufwärmübungen. Die erste Übung ist der gute alte Hampelmann. So können wir das Blut zum Laufen bringen, den Puls hoch, 30 Sekunden lang, immer schön springen, versuchen das Tempo zu halten. So, die zweite Übung ist eine Übung zur Mobilisation der Hüfte. Wir fangen an mit ein bisschen Jogging auf der Stelle und dann nehmen wir das Bein hoch, der Oberschenkel muss waagerecht sein und öffnen es zur Seite hin. Und wieder runter, weiter joggen und auf der anderen Seite. Das Ganze machen wir jetzt auch 30 Sekunden lang. Kommen wir zur letzten Aufwärmübung, die ist super für Schultern und Oberkörper. Wir gehen zum Ende unserer Matte. Beugen uns nach vorne und laufen dann langsam mit den Händen nach vorne, bis wir in die Plankposition kommen. Und dann kommt der rechte Fuß zur rechten Hand und die rechte Hand geht nach oben, sodass wir in einen schönen Twist kommen. Hand wieder nach unten, Fuß wieder nach hinten und jetzt laufen wir zurück. Hier könnt ihr gerne die Beine beugen, aber wenn ihr genug Flexibilität habt, dann könnt ihr sie natürlich gut gerade lassen. Und wieder nach vorne. Jetzt kommt das linke Bein zur linken Hand und die linke Hand geht in den Himmel. Wieder nach unten und wieder zurück. Das Ganze machen wir jetzt auch 10-mal. Rechte Fuß kommt zur rechten Hand und nach oben drehen. Kommen wir zu unserer ersten Übung und zwar ist das ein Crab Walk oder so heißt es zumindest. Dafür kommen wir in einen Squat, so tief wie möglich und dann fangen wir an kleine Schritte zu beiden Seiten zu machen. Also erst nach rechts, dann nach links, soweit die Matte reicht. Und wichtig ist es dabei, immer so tief wie möglich zu bleiben. Zehenspitzen zeigen nach vorne. So, jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Das ist eine meiner Lieblingsübungen, die heißt Bear Walk und trainiert den ganzen Körper. Dafür kommen wir zuerst in die Vierfüßlerposition. Achten darauf, dass die Schultern über den Handgelenken sind und Hüfte über den Knien. Dann stellt ihr die Zehenspitzen auf und hebt die Knie langsam in die Höhe. Aber so, dass sie nur ein paar Zentimeter über dem Boden sind. Jetzt können wir kleine Schritte nach vorne machen, indem wir die rechte Hand und den linken Fuß zusammen nach vorne setzen. So. Und dann den rechten Fuß mit der linken Hand. So. Wichtig ist bei der Übung, dass ihr so tief wie möglich bleibt und nur kleine Schritte macht, so dass ihr immer schön kontrolliert diese Übung vollzieht. Oh yes, es ist ziemlich schwer, diese Übung gleichzeitig beim Reden zu machen. Und jetzt rückwärts. Also ihr müsst dabei wirklich keine großen Schritte machen. Es ist eher wichtig, dass ihr versucht, diese Position zu halten. Als Alternative könnt ihr auch einfach so stehen bleiben und einfach versuchen, einmal den Fuß abzuheben, dann die Hand, dann den anderen Fuß, dann die andere Hand.
Jetzt fange ich langsam an zu zittern. So kommen wir zur dritten Übung, und zwar ist es eine Side Plank und ich werde euch davon drei verschiedene Varianten zeigen, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Also erstmal die klassische, dafür kommt der Ellbogen unter die Schulter und die zwei Füße übereinander. Ihr versucht eine gerade Linie zu haben im Oberkörper und die andere Hand zeigt in den Himmel. Wenn ihr es euch jetzt ein bisschen schwieriger machen wollt, dann könnt ihr die Hand dahin stellen, wo euer Ellbogen war. Und wieder versuchen, eine gerade Linie zu halten. Wenn ihr es jetzt noch ein bisschen schwieriger machen wollt, dann könnt ihr noch eine Drehung einbauen. Und zwar kommt dann die obere Hand nach unten, durchgefädelt und dann wieder nach oben. Nochmal. Ungefähr 5-mal und dann auf die andere Seite. Dafür können wir einfach so die Seite wechseln. Ihr habt hier wieder die drei verschiedenen Möglichkeiten. 1, 2 oder 3. Das macht ihr jetzt auch wieder 5-mal oder 30 Sekunden und dann könnt ihr das gleich wiederholen. So, ich hoffe, euch haben die Übungen gefallen. Mein Tipp für euch in dieser schwierigen Zeit ist, konzentriert euch darauf, was ihr gerade machen könnt und nicht auf die Sachen, die ihr gerade nicht machen könnt. Das habe ich letztes Jahr bei einer schweren Fußverletzung gelernt, die mich stark eingeschränkt hat und das hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Also, bleibt gesund und viel Spaß bei den Übungen zu Hause.